mit vielen farbenprächtigen Monturen. Ja, was wäre Südtirol ohne seine Schützen? Bei allen festlichen Anlässen sind sie mit dabei. Das Schützenwesen hat ja in Tirol eine lange Tradition, wurde von Kaiser Maximilian I. im 16. Jahrhundert stark gefördert. Die Tiroler hatten im Habsburgerreich immer eine Sonderstellung. Sie brauchten dem Kaiser keine Truppen stellen, mussten nicht im kaiserlichen Heer dienen, aber waren stattdessen für ihre Landesverteidigung selber verantwortlich, ja, und mussten also ihre Landesgrenzen immer wieder selber verteidigen. Ja, sie haben also Trauben mitgebracht. Südtirol ist natürlich, klar, natürlich das Weinland. Weinland schlechthin. So ist es. Ja, die Tiroler Schützen hatten also wirklich eine wichtige militärische Bedeutung. Zum Beispiel 1703 im Spanischen Erbfolgekrieg, als die Bayern in Tirol einfielen. Aber natürlich vor allem während der napoleonischen Kriege, besonders im Freiheitskampf von 1809, der allerdings mit einer Niederlage für die Tiroler unter Andreas Hofer endete. Also die ersten drei Schlachten haben es noch gewonnen, aber die vierte und fünfte war dann leider nicht mehr zu ihren Gunsten. Leider, ja, für uns Bayern. Gut. Für uns Bayern nicht. In all diesen Kämpfen standen sich, wie gesagt, die Bayern und die Tiroler immer als Feinde gegenüber, aber das ist ja zum Glück jetzt vorbei. Die Südtiroler hatten es übrigens nicht ganz einfach immer mit ihrem Schützenwesen, weil seit sie zu Italien gehörten, wurde das Schützenwesen immer wieder verboten. Erstmals 1922, dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dass sie historische Waffen tragen dürfen, ist erst 20 Jahre wieder erlaubt.